BMW stellt mit dem Konzept CS die Studie eines viertürigen Coupés vor. Auf einer Fahrzeuglänge von stolzen 5,10 Metern dominieren dynamisch fließende Linien. Mit nur 1,36 Meter ist das Auto noch etwas flacher als das 6er Coupé. Von der hier besonders großen BMW-Niere wandert der Blick zu bündig eingefassten Scheinwerfern. Sie nutzen eine LED-Rückprojektionstechnik. Das heißt, sie bündeln das Licht auf eine Reflexionsfläche, von wo es auf die Fahrbahn übertragen wird. Die Leuchten sollen jede Blendwirkung vermeiden, da der direkte Blick auf die Projektoren entfällt. Der kurze vordere Karosserieüberhang soll auf die Möglichkeit verweisen, den Motor hinter den Vorderrädern zu platzieren. Welche Aggregate unter der Haube arbeiten könnten, teilte BMW noch nicht mit. Ein 12-Zylinder wie der 445 PS Motor aus dem 67i würde jedoch gut zum Konzept passen. Von der Front folgt der Blick der deutlich hervorgehobenen seitlichen Sicke. Sie zieht sich über die vordere Tür hinaus, um unterhalb des hinteren Seitenfensters auszulaufen. Im unteren Bereich der Vordertür entspringt sie erneut und wird bis ins Heck fortgeführt. In den kraftvoll ausmodellierten Rathäusern finden 21 Zöller Platz. Sehr dezent werden die Türöffner integriert. Im Chromband unter den Fenstern angeordnet, fahren sie erst bei Bedarf sensorgesteuert aus. Die Dachlinie endet in einem traditionellen Hofmeisterknick. Anders als beim 6er Coupé, dessen Fenster hinten in einer Rundung enden. Wie der 6er besitzt der CS eine Luftabrisskante am Heck. Ein Novum in der Gestaltung eines Viertürers ist die leicht eingezogene Mittelbahn des Dachs. Im unteren Bereich des Hecks fallen eckige Auspuffenden auf, die in die Heckschürze integriert sind. Im Inneren finden sich 4 Einzelsitze. Im fahrerorientierten Cockpit gibt es 2 große Rundinstrumente, die in verschiedenen Farben leuchten. Intensive Farbkontraste zum Beispiel an den Sitzen setzen Akzente. Hier hebt sich dunkles Leder von Flächen in abgetöntem Weiß ab. Rote Lichtbänder ziehen sich an den Türen entlang über die gesamte Länge. Neu ist die Verwendung von Keramik für die Bedienelemente, zum Beispiel am Controller des Bediensystems iDrive. Der CS könnte einmal dem Mercedes CLS oder dem künftigen Porsche Panamera Konkurrenz machen. Wann das Auto aber auf den Markt kommt, steht noch nicht fest.